Guten Tag, meine lieben Leute. Wir spielen wieder eine neue Runde Clash Royale. Und mir ist aufgefallen, ich habe mich in den letzten Folgen, ja, das war natürlich an einem Abend, klar, da habe ich natürlich mehrere Folgen zusammen, reingeknallt. Und ich will natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Action reinbringen. Und das sehen wir jetzt hier natürlich. Wir fangen natürlich gleich an mit einem schönen Opening. Also ich habe einiges an Kisten offen. Gucken wir mal gleich hier mit der Gratistruhe rein. Gold natürlich ziemlich geil. Sperrkobolde brauche ich gar nicht mehr so. Bogenschützen, okay, das war jetzt auch nicht so der Knüller, aber war eine Gratistruhe. Ja, Juwelen, geiles Ding. Sperrkobolde, Barbaren, naja. So, da wurde ich doch glatt wieder angerufen. So eine Sauerei. Ja, danke nochmal an Alex. So, Kronentruhe. Wollen wir öffnen, Junge? Wollen wir öffnen? Gold. Okay. Juwelen. Juhu. Ritter. Nutze ich jetzt gar nicht mehr. Bomber auch gerade nicht. Barbaren auch nicht wirklich. Die Rakete. Gut, okay. Ist jetzt auch nicht so der Kracher. Schauen wir mal weiter. Inferno. Ja, okay. Aber Inferno nutze ich auch nicht. Ritter. Barbarenhütte, ja, okay, nice. Okay, ein bisschen was. Klar, wäre natürlich besser bei einer super Magietruhe. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr kriegt das ja selber eben auch mit. Also ich bin halt wirklich so relativ wenig dafür ausgeben. Momentan habe ich noch gar nichts rausgehauen. Mal gucken, wenn ich wieder bei App Bounty wieder mir was auszahlen lassen kann, mache ich das. Ansonsten nur noch mal nebenbei. Nochmal Werbung in eigener Sache. Unten in der Videobeschreibung ist ja ein Link verlinkt. Also sprich, ihr könnt euch eine App downloaden, über die könnt ihr halt andere Spiele runterladen und Programme. Dafür bekommt ihr eine gewisse Anzahl an Credits von App Bounty. Und dafür könnt ihr euch dann irgendwann zum Beispiel eine iTunes-Karte oder Amazon holen und die dann halt einlösen. So, wenn das ist, kriegt ihr nämlich dann auch zeitgleich natürlich nochmal zusätzlich extra Credits mit der Anmeldung über meinen Link und ich kriege natürlich dann auch nochmal zusätzlich Credits, also sprich eine Win-Win-Situation. Also wie gesagt, einfach mal unten in die Videobeschreibung reinschauen und kräftig die App downloaden und dann passt das. Dann gibt es nämlich wieder für den Guzor ein bisschen extra. Läuft bei mir. So, jetzt gucken wir mal hier. Zack, zack, komm, hau raus, die Barbaren. So, jetzt, genau, ihr wolltet mein Deck sehen, haben viele gefragt. Gar kein Thema, dürft ihr gerne. Ah, da sehe ich gerade was. Wir können ja noch was upgraden. Jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Oh, 1000. Ja, dann kommt natürlich erstmal das Koboldfass. Yeah, Koboldfass auf Level 2. Juhu. Aber das splasht schon echt richtig geil rein. Also da bin ich richtig zufrieden mit. Und dann will ich gerne die Musketierin auf jeden Fall auch noch haben. Ich muss mal gucken. Alter, 47. Ich muss mal gerade gucken, wie sich das verhält, wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich 1000 kaufen kann. Da muss ich mal schauen. Kann ich... Ja, könnte ich. 47. Ja, das ist aber fast dasselbe, oder? Egal, ich nehme die. Wird garantiert günstiger sein, als wenn ich die... da so auflade. Zack, zack. Zack. Und jetzt habe ich die auf Level 5. Das ist ziemlich nice. Und das ist so mein Deck, womit ich mich jetzt, ja, wie soll ich sagen, gut zurechtgefunden habe, weil ich hatte wirklich am Anfang echt dieses Mega-Problem. Ich konnte keine Lufttruppen irgendwie abwehren. Also wirklich defmäßig war das halt wirklich gar nichts. Defmäßig jetzt, klar, Musketieren hatte ich weiterhin, logisch. Aber ich kann halt eben auch mit der Hexe zusätzlich eben nochmal Splash-Damage im Flächenschaden im Luftbereich machen. Und ich kann halt wirklich mit den Lakaien halt zusätzlich richtig, richtig gut gegen Lufttruppen vorgehen. Das gefällt mir richtig gut und das gucken wir uns jetzt auch einfach mal ein bisschen an. Gucken wir mal, also ich zeige euch gerne den Lock, das ist gar kein Thema. Also wie gesagt, ich habe da echt nichts zu verbergen oder sowas. Wenn ich sage, oh nee, lief nicht so. Gucken wir mal in ein paar Dinger rein. Vorzugsweise natürlich in Siege, klar, läuft, oder? Und ja, das würden wir jetzt uns mal gerne ansehen hier. Schauen wir mal. Ich glaube, das war hier noch eine richtig knappe Kiste.
Bin ich der Meinung. Am Anfang habe ich relativ gut ausgeschaut. Wie immer. Nee, also da lief das eigentlich ganz nice. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie sind sie sehr schnell. Ne? So. Da hat er mir schon ein bisschen was abgezogen. Okay, das waren jetzt hier die 400 Punkte. Das war in Ordnung. Ich konnte aber gleich mit meinen wenigen Truppen aber schon mal gut auch nochmal Damage machen. Auf jeden Fall. Das hat ganz gut gepasst. So. Und jetzt Musketieren hat nochmal richtig raufgehauen. Und jetzt kam gleich das Koboldfass. Und er stand da. Ich kann nicht mehr. So. Und ich dachte auch, gut, okay, ey, das läuft ja mal richtig nice. Ja. Und dann stand ich aber wieder da. Konnte nicht so ganz gut verteidigen, bin ich der Meinung. So, Schweinereiter richtig gut gedefft, gar kein Thema. So, und ich bin der Meinung, den Turm habe ich noch nicht bekommen. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Ganz genau, richtig, den Turm habe ich nicht bekommen. Und dann eben auch wieder nicht, was ich wirklich am Anfang gemacht habe. Immer gleich, komm, Truppen raus, komm, was kostet Ding hier? Hau raus, Fuffis in the Club. Nee. Definitiv falsch. Und machen wir mal ein bisschen schneller hier. So. Vorher hatte ich halt auch übel Angst vor den Barbaren. Und jetzt, easy geguckt. Ich habe halt gesehen, klar, hat den Babydrache dann halt Musketieren gedroppt. Und hier hat der mir doch echt einen Frost vorgeballert. Ich dachte auch, oh komm, machst du ganz läsch. Machst du hier schön den Turm, klar. Und hat es eben mit dem Koboldfass noch nicht geklappt. Und jetzt hat es aber, glaube ich, dann immer noch nicht. Schweinerei, genau. Ja, so sieht man es immer wieder. Oh. Spannend. Und wirklich, die Lakaienhorde ist so episch. Wirklich, die rotzt dir einfach mal, wenn zum Beispiel ein Riese da ist. Ey, ist easy going, Junge. Die rotzt so extrem weg. Geht gar nicht. Und jetzt hatte ich schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Fuß in der Tür und konnte dann richtig gut austeilen. Da war dann nicht mehr wirklich viel. Guckt mal auf die Truppen von mir da. Zack, jetzt konnte ich, glaube ich, noch. Ah, okay, das war jetzt nicht unbedingt clever, beim Babydrache dann die Skelette zu setzen. Jetzt hier Skelette unten, glaube ich, genau zum Deffen halt. Aber es geht echt richtig genial. So, und jetzt, guckt hier, guckt hin, guckt hin. Ich hätte eh fast gewonnen und dachte mir, oh nein, kriegst du jetzt hier noch so eine Packung? War einfach Dummheit von mir, ganz klar. Aber konnte da gerade noch so verteidigen, aber er hat natürlich dann auch rausgehauen. Klar, er wollte mich natürlich nicht in Ruhe lassen, logisch. Und ich dachte mir, komm, jetzt musst du halt wirklich auch nochmal wirklich angreifen. Guckt mal nach oben. Da seht ihr jetzt 287 Punkte hat er nur noch. Aber ich habe natürlich auch nicht mehr viel. So, hat dann Freeze meiner Meinung nach, klar, er wollte natürlich den Turm freezen, aber natürlich meine Truppen hätten ihm natürlich auch gut getan. So, und jetzt. Jetzt kommt das Ding, ey. Das fette Ding. Und dann macht der Gusua einfach mal die Tür zu. Und da hat er einfach mal mit 197 Punkten Vorsprung einfach mal gewonnen. Also das war natürlich mega lecker, hat mich echt gefreut. Aber natürlich, ich hätte am Anfang da früher die Tür zumachen müssen, dass das gar nicht dazu gekommen wäre. Klar, ganz logische Sache. Aber ansonsten war das schon ziemlich nice. So, jetzt gucken wir mal. Nee, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Ich guck mal, mit dem Karten kaufen ist auch echt eine richtig geile Nummer, wenn man halt wirklich mal die ein oder andere Karte sich gönnen will, auf jeden Fall. So, hier haben wir noch einen 3. Ja, gucken wir uns den nochmal kurz an. Ja, 6-6, klar. Aber ich habe auch gegen 5er verloren schon, also muss ich mich nicht irgendwie. Aber wisst ihr ja. Kennt ihr ja. Von mir. So, der hatte ein bisschen Alex verballert, aber hier. Richtig coole Kombi, finde ich, momentan. Riese und dann halt wirklich Minions hinterher. Und guckt mal, wie krass der schon rasiert wird. Klar, jetzt kommt er natürlich mit seinen Skeletten an. Aber guckt mal, die Minions kümmern sich noch schön um die Skelette. Und guckt mal, da ist einfach mal der Tower down. Er ist down. Fertig.
Klar, ich musste auch 400 einstecken knapp, aber ich habe schon mal einen Turm down. Und dann kann ich mich schon mal in Anführungsstrichen in diesen Dev-Modus begeben und sagen, gut, okay, vorsichtig, chill mal eine Runde. Wenn du es jetzt durchhältst, hast du gewonnen. Das ist ja schon mal eine ganz andere Position. Jetzt wollte er hier mit seinen Minions ein bisschen was klar machen. Packer, meiner Meinung nach richtig gut abgewehrt, geht total easy, einfach mal ein paar Skelette reingeknallt. Hier eben genauso die Hawks einfach schön weggesklettet. Und hier muss man aufpassen, echt wirklich vor den Minions muss ich halt echt mich richtig in Acht nehmen. Weil ich dachte auch einmal, ah na ja, komm, die paar Minions und passt schon. Und dann stehst du da, ja, Tower Down. Nicht so lustig. Yo, Tesla, fertig. Und ihr seht es halt wieder, ich habe ja den X-Bow mittlerweile schon, aber ich baue den nicht. Ich habe den ja auch nicht im Deck drinne, weil ich finde das wirklich irgendwo doof. Ich meine, was bringt mir das, sage ich jetzt mal zum Beispiel, wenn ich irgendwo bei, ich werfe jetzt mal was raus, irgendwie 1400, 1500 oder sowas rumsitze und dann aber wirklich halt mir immer wieder anhören muss auch, ja, du kannst ja nur mit dem X-Bogen gewinnen. Na, schön, herzlichen Dank. Davon habe ich auch nichts. So, jetzt wird der Riese genau wieder schön in den Mangel genommen. Und mein Handy klingelt. So, guck mal, jetzt ist der zweite Turm schon zur Hälfte down. So, jetzt stehe ich da. Hock, Mist. Zack. Noch schnell die Skelette gesetzt. Passt natürlich auch mit dem Packer. Klar. Wenn der jetzt eine Hexe oder sowas am Start gehabt hätte oder ein Babydrache, nicht so lustig. Oben rasiere ich da logischerweise wieder schön. Auf jeden Fall. Und dann wirklich, dann ist das Ding gegessen. Dann zack, 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 dann macht man auch den Sack zu. Und dann war es das. Bam, Junge. So wird's gemacht. Also mit dem Deck bin ich wirklich zufrieden. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Ich gucke mal, ob ich es trotzdem mache, mit Blue Stacks anzugreifen. Ich mach's mal. Ich hoffe, es geht nicht in die Hose. Gucken wir mal. Okay, ja, kann ich. Ich denke mal, mit der Musketierin werde ich hier anfangen. Genau, er fängt auch damit an, einwandfrei. Dann würde ich mal als Combo sagen, beziehungsweise als Gegenspieler die Hexe. Jetzt gucke ich natürlich, er hat natürlich jetzt eine Truppe im... in der Hinterhand noch, ganz genau. So, jetzt würde ich mal gleich sagen, bei so einer großen Sache kommen, lass mal gleich die Minion-Horde raushauen, weil er hat eben wirklich... So, hau mal... Und wir wollen die ablenken, klar. Ah, den lasse ich, genau. Easy. Schön weg vom Tower. Einwandfrei läuft bei mir. Also wirklich diese Einstellung... Ich weiß auch wirklich, am Anfang war es halt wirklich so. Ich habe halt wirklich komplett die falschen Truppen gesetzt. Das stimmt schon. Also da habe ich nicht unbedingt mit Können geglänzt. Aber es ist halt einfach so. Also es kommt halt so, wie es kommt, sage ich mal. Also ich bin halt nicht der Clash Royale Gott. Aber mir macht es halt Spaß. Wichtig. Ganz, ganz wichtige Nummer. So, jetzt... Alter, der hat die Hexe auf 3, Junge. Ah, nee, ich will da eigentlich nicht so... Ich probiere mal mit der Hexe selber zu kontern. Schauen, ob das was wird hier. Ja, geht schön auf den Drache. Das ist schon mal geil. Drache weg. Und ja, Minions gegen Musketieren auch nicht so toll, aber hat geklappt. Jetzt wieder erstmal ein bisschen Alex rankriegen. Oh, Leute. Skelettarmee, scheiß drauf. Ich will das, diesen Mega-Skelett-Dingsbums da gar nicht weit an mich rankommen lassen. Du bleibst mal bitte da. Genau. Passt. Ist okay. Jetzt habe ich den. Ich nehme den nicht direkt als Angriff, sondern wirklich nur als Combo. Wenn der halt wirklich schon beschäftigt ist und dann sagt, gut, okay, ich habe jetzt einen Riese, der zum Beispiel eh da auf die Reihe hinläuft und dann nochmal hinten dran schön mit dem Koboldfass und dann läuft das Ding. So, jetzt ist er abgelenkt. Gucken wir mal, ob das läuft hier oder ob das zu früh gesetzt war. Ne, die nicht unbedingt. Genau, jetzt sind die schön beschäftigt. Ah, hier. Ich hätte sonst richtig blöd ausgesehen. Und guckt mal hier.
Wir können den Ballon hoffentlich schön abwehren. Die Skelette hätten nicht sein müssen. Ah, scheiße, der Ballon geht jetzt richtig los. Mal gucken. Nee, das war definitiv ein Fehler, weil der Ballon halt richtig splasht. So, gucken wir mal, ob was mit den Lakaien hier noch... Nee, das Ding ist verloren, beziehungsweise gewonnen für den anderen. Aber ihr seht halt, okay, ich setze die Truppen schon anders. Also ich überlege, okay, was hat er jetzt gerade? Hat er halt Splash Damage oder eben nicht? Und ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Das geht in die richtige Richtung. Hier gucken wir nochmal kurz das Deck halt an. Und ja, ich denke mal, als nächstes wäre halt wirklich sehr geil, die Skelett-Armee sozusagen halt Level 2. Das wäre schon ziemlich nice. Und dann gucken wir mal, wie das weiterläuft. Minion Horde ist episch. Richtig, richtig nice. Und ansonsten finde ich, das Deck ist in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe es mir halt nicht einfach so irgendwo abgeguckt von jemand anderem und gesagt, hey, guck mal hier so. Sondern, ey, selbst wenn ich 2 Jahre dafür brauche, um da gut zu sein, ich habe doch Zeit. Tut doch keinem weh. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet wieder einmal Spaß. Wenn das so ist, dann hat eine Hand auch einen Daumen. Der kann, wenn möglich, eventuell nach oben zeigen. Und das wäre ziemlich geil, wenn du mir ein Like da lassen würdest. Haut mal rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.